Morgen, liebe Geschwister. Als Einstieg zum Brotbrechen möchte ich heute Morgen mit euch mir ein paar Gedanken zum Thema Gehorsam machen. In Hebräer 5, da ist eine interessante Stelle über den Herrn Jesus. Dort heißt es, er lernte, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam. Hebräer 5, Vers 8. Als einer von drei Söhnen meiner Eltern kann ich mich sehr gut daran erinnern, wie mir als Kind gesagt wurde, Christoph, du hast den Gehorsam noch nicht gelernt. Und tatsächlich war es so, dass ich klaren Ansagen meiner Eltern nicht immer Folge geleistet habe. Mittlerweile bin ich ja selber Vater und versuche meinen Kindern Gehorsam dabei zu bringen. Aber warum müssen wir Gehorsam eigentlich erlernen? Und warum ist es mir damals und warum fällt es unseren Kindern heute so schwer, gehorsam zu sein? Vielleicht deshalb, weil Gehorsam oft mit Verzicht und mit Leid zu tun hat. Ich möchte beispielhaft eine Geschichte erzählen, die sich so ähnlich wie Leid zugetragen hat in meiner Familie. Wenn meine Eltern zum Beispiel, als ich damals so ein Junge war, von 6, 7 Jahren alt, mir gesagt haben, dass ich um 6 Uhr abends zum Abendessen zu Hause sein soll, dann bedeutete das für mich Verzicht. Ich war gerade dabei, mit meinen Freunden im Wald eine Bude zu bauen und hatte wirklich keine Lust, schon um 6 Uhr aufzuhören. Die anderen durften ja auch länger draußen spielen. Ich wollte also nicht auf die Zeit mit meinen Freunden verzichten und baute weiter fröhlich an der Bude. Als ich dann um 7, also eine Stunde später, zu Hause war, waren meine Eltern natürlich überhaupt nicht erfreut. Wo warst du denn? Wir haben auf dich gewartet. Wir hatten doch klar und deutlich gesagt, dass du um 6 Uhr zum Abendessen zu Hause sein sollst. Und dann kam dieser Satz. Christoph, du hast den Gehorsam noch nicht gelernt. Ich glaube, ihr alle könnt diese Situation nachvollziehen und habt schon eine ähnliche Situation selber als Kind oder mit euren eigenen Kindern erlebt. Aber wie ist das mit uns Erwachsenen? Haben wir Gehorsam gelernt? Wem gegenüber sind wir verantwortlich? Wem müssen wir gehorchen? Ganz offensichtlich müssen wir gehorsam sein gegenüber unserer Regierung. Sie bringt uns auch gerne Gehorsam bei, wenn wir ihr gegenüber ungehorsam geworden sind. Viele von uns sind wahrscheinlich schon mal geblitzt worden. Zurzeit herrscht ja die Kontaktsperre wegen dem Coronavirus. Da gibt es eine klare Ansage, dass nur 2 Personen zusammen unterwegs sein sollen in der Öffentlichkeit oder mit mehreren Personen, wenn es eine Familie ist. Und trotzdem halten sich gewisse Bürger nicht daran. Ich habe zum Beispiel von 3 Mountainbikern gehört, die hier in Achenbach im Wald von einer Polizeistreife angehalten wurden und jeder von ihnen musste 200 Euro Strafe bezahlen. Also unsere Regierung erzieht uns zum Gehorsam, indem sie uns straft. Oder Gehorsam gegenüber unserem Arbeitgeber. Er gibt uns klare Arbeitszeiten vor, wann wir auf der Arbeit zu erscheinen haben. Oder aber klare Anweisungen, was wir zu tun haben. Wenn wir uns dagegen auflehnen und ganz andere Dinge tun, zu anderen Zeiten kommen, sind wir schlichtweg ungehorsam. Und dann natürlich wollen wir als Christen gehorsam sein unserem Herrn gegenüber. Und wir vertrauen darauf, dass seine Ordnungen gut sind. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Was für eine gute Ordnung. Und der Herr Jesus sagt einmal, wer meine Gebote hat und sie hält, also den Geboten gegenüber gehorsam ist, der ist es, der mich liebt. Also wir können mit unserem Gehorsam gegenüber dem Herrn Jesus unsere Liebe zu ihm zum Ausdruck bringen. Und doch fällt es uns schwer, gehorsam zu sein. Und ich glaube besonders dann, wenn wir zum einen, wenn wir nicht einsehen, warum diese und jene Regel aufgestellt wird, und zum anderen, wenn der Gehorsam für uns Einschränkung bedeutet, wenn wir darunter leiden müssen.
Wir lernen Gehorsam, indem wir erzogen werden und teilweise auch bestraft werden. Aber wie ist das mit unserem Herrn? Im Gegensatz zu dir und mir war er doch nie ungehorsam. An dieser Stelle hier im Hebräerbrief lesen wir aber auch von dem Herrn Jesus, dass er Gehorsam lernte. Aber er lernte ihn eben nicht, wie wir durch Versagen und Strafe, sondern er lernte den Gehorsam an dem, was er litt. Mit seinem Gehorsam waren Leiden verbunden. Leiden, die nichts mit seinem eigenen Ungehorsam zu tun hatten, sondern mit seinem Erlösungswerk, das er im Gehorsam seinem Vater gegenüber ausführen wollte. Und dieses Leiden beginnt schon damit, dass er die Herrlichkeit bei seinem Vater verlassen hat. Ich finde, dass im Philipperbrief das sehr gut zum Ausdruck bringt, was das bedeutete. In Philipper 2, Vers 7 und 8 heißt es, aber er, der Herr Jesus, machte sich selbst zu nichts. Ja, weniger als nichts geht ja schon gar nicht mehr, oder? Und nahm Knechtsgestalt oder Sklavengestalt an, indem er dem Menschen gleich geworden ist. Der König sein könnte, wird zum Sklaven. Und der Gestalt nach, wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst. Der Herr Jesus hat das nicht auferlegt bekommen, es war sein eigener Wille, gehorsam zu sein, und dieser Gehorsam bedeutete für ihn eben auch eine ziemliche Erniedrigung. Und das ging so weit, dass er gehorsam wurde bis zum Tod. Und da haben wir dieses Wort Gehorsam. Lass uns mal in dem Hebräerbrief nicht nur den Vers 8, sondern auch den Vers 7 davor anschauen. Dort heißt es von dem Herrn Jesus, dass er in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht hat, der ihm aus dem Tod retten kann. Der Herr Jesus hat in der Zeit, in der er hier auf dieser Erde lebte, sowohl Bitten als auch Flehen mit starkem Geschrei und Tränen seinem Vater im Himmel dargebracht. Starkes Geschrei, Tränen, Flehen. Als ich diese heftigen Worte gelesen habe, da hat mich das erinnert an die Szene im Garten Gethsemane, wo der Herr Jesus in großer Angst heftig betet und dreimal seinen himmlischen Vater bestürmt. Ich lese dazu Matthäus 26, Vers 39, und dort heißt es, dass er ein wenig weiter ging und auf sein Angesicht fiel und betete und sprach, mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Und dann sehen wir in dem nächsten Satz, den er ausspricht, seine gehorsame Gesinnung. Dann sagt der Herr Jesus weiter, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. In der größten Not, in der größten Angst, in der Situation, als sein Schweiß wie Blutstropfen wird, sagt er, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und nachdem er diese Gebete gesprochen hat, kommen die Soldaten mit Judas, der den Herrn verrät. Er wird gefangen genommen, gegeißelt und schließlich unschuldig ans Kreuz genagelt, wo er für deine und meine Sünden stirbt. Der Herr Jesus, er lernte an dem, was er litt, den Gehorsam. Und wenn wir im Neuen Testament lesen, dann sehen wir, dass der Herr Jesus auf so vielfältige Art und Weise versucht worden ist, ungehorsam zu sein, zu sündigen. Doch der Jesus ist in allem gehorsam geblieben. Der Gerechte stirbt dort am Kreuz für die Ungerechten. Oder besser noch auf unser Thema von heute, der Gehorsame stirbt dort für die Ungehorsamen. Lasst uns ihm heute Morgen ganz neu für seinen Gehorsam danken und dafür, dass er das viele Leid, das damit verbunden war, ertragen hat, um uns ungehorsame, sündige Menschen, um dich und um mich zu retten.
Und liebe Geschwister, lasst uns aus Dankbarkeit ihm gegenüber, ihm und seinem Wort gehorsam sein. Möge der Herr uns dabei in der kommenden Woche helfen. Amen.